Unter der Haube der bekannte W12 mit 6 Litern Hubraum. 710 PS, 1017 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist eine echte Ansage. Und das Ganze auch noch oben offen. Mit 291.253 Euro ist das hier ein echter Luxusföhn. Der Supersports ist die letzte Ausbaustufe des Bentley Continental. Hier ist alles dran, alles drin. Carbon nicht nur Gramm, sondern kiloweise. Flächendeckend Leder und Alcantara. Auf Wunsch dreifarbig, kreuz und quer abgesteppt, gerne mit Kontrastnähten. 4 opulente Sitze auf der Grundfläche eines sehr großzügigen Zweisitzers. Und ein Lenkrad so konservativ wie das alte Geld, das um diesen Bentley eher einen großen Bogen machen dürfte. Denn die meisten der 710 Supersports-Kunden wollen auffallen mit dem auf Überholspur-Bösewicht getrimmten Sondermodell. Zu diesem Zweck gibt es Splitter, Schürzen, Spoiler satt, ganz zu schweigen von fetteren Endrohren, dunkel lackierten Felgen und ganz viel Glanzschwarz statt Chrom. Der Supersports bringt 2280 Kilo auf die Waage. Trotzdem schafft es das allradgetriebene Cabrio in nur 3,9 Sekunden auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 330 km/h. Den Mixverbrauch wollen die Bentley Boys mit 15,7 Litern gemessen haben. Wer es glaubt, wird selig. Wer das Auto ausfahren will, der muss den Luftdruck ab 200 km/h in 2 Stufen erhöhen. Denn 58% des Gewichts lasten auf der Vorderachse, was beim Bremsen und Einlenken die Pirelli P-Zeros auf die Probe stellt. Ja, man könnte auf die Rennstrecke, aber mal ehrlich, will man das? Wie bei der ersten Generation markiert damit auch diesmal der Supersports den Höhepunkt einer erfolgreichen Karriere. Mit über 90 Lackoptionen und 17 verschiedenen Lederfarben trifft dieser Bentley zielgenau die goldene Mitte aus Angasen und Angeben. Der Nachfolger steht bereit. Bentley präsentiert ihn auf der IAA 2017 im September. Bis dahin können wir uns an diesem hier ergötzen.